Habt ihr in den letzten Wochen auch mal nach Bunkern gegoogelt? Falls ja, seid ihr nicht alleine. Tatsächlich gibt es in Berlin keinen einzigen aktiven Bunker mehr. Warum das so ist und wie dafür das private Bunker-Business boomt, darum geht's in diesem Video. Eine Sache vorab, wir wollen mit diesem Video keine Panik verbreiten. Dass Berlin im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine angegriffen wird, halten viele für unwahrscheinlich. Wie zum Beispiel die Expertinnen des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. 2007 haben sich Bund und Länder dafür entschieden, die rund 2000 öffentlichen Bunker in Deutschland aufzugeben. Jetzt hat sich die Sicherheitslage in Europa etwas verändert und es gibt Kritik an dieser Entscheidung. Sowohl der Zivil- wie der Katastrophenschutz sind über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Das hat der Warntag 2020 gezeigt. Eigentlich hat gar nichts funktioniert. Wir haben keine Bunker mehr. Wir sind auf echte Krisen nicht vorbereitet. Laut Innenministerium wird jetzt geprüft, ob sich einige der alten Bunker reaktivieren lassen. In Berlin gibt es insgesamt 23 Massenbunker. Manche gehören den Bezirken, andere sind in privater Hand und zwei gehören der BVG. Welche davon jetzt noch einsatzfähig sind, ist nicht bekannt. Aber selbst wenn alle 23 Bunker noch aktiv wären, hätte dort weniger als 1% der Berliner Bevölkerung Platz. Wie ist das überhaupt, in so einem Bunker zu sein? Also für mich persönlich wäre das überhaupt nichts. Deshalb haben wir unsere Reporterin Maike losgeschickt. Sie hat Jörg Biester getroffen. Der ist Zivilschutzexperte und betreibt in Gosen einen alten DDR-Spionagebunker als Museum. Sind wir jetzt schon im Bunker? Wir sind auf dem Weg dahin, in der sogenannten Vorschleuse. Und warum ist hier eine Dusche? Es geht dabei nicht jetzt um die Körperhygiene, hier geht es um das Abwaschen von atomar biologisch-chemischen Kampfstoffen. Wie viele Leute passen denn eigentlich in den Bunker? Insgesamt 135. Was bedeutet die rote Tür? Rot ist immer Feierabend, man geht von innen nicht raus im Ernstfall. Denn das ist die Linie, wo zwischen dem geschützten Innenbereich und dem verseuchten Außenbereich dann getrennt wird. Das heißt, wenn wir jetzt da reingehen, dann sind wir richtig im Bunker? Wenn wir da durchgehen, dann sind wir im Komfortbereich. Okay, ja, sieht man ja schon im Linoleum. Super gemütlich. Ja. Ja. Ja, wir sind jetzt hier bei den sanitären Einrichtungen. Insgesamt 6 Waschbecken, 8 Toiletten für 135 Leute. Okay. Also alles eine Frage der Organisation. Dusche oder Badewanne gibt es üblicherweise in solchen Objekten nicht. Gar nicht. Gar nicht. Wir sind jetzt in einem Bunkerkrankenhaus, nennt sich Medpunkt, medizinischer Versorgungspunkt. Mhm. Ja, und hier geht es nicht um große Operationen, also hier gibt es keinen OP-Saal, hier gibt es auch keine Zahnarztbehandlung, hier geht es wirklich um eine Notversorgung von kleinen Verletzungen. Okay, also wenn man sich mal in der Küche den Finger geschnitten hat oder sowas, dann kommt man hierher. Kopf gestoßen, dafür sind die Sachen da. Wie viele Leute konnten hier schlafen? Es gibt 24 Betten und 8 Stühle, also insgesamt 32. Der Raum heißt nicht Schlafraum, aus guten Gründen, der heißt Ruheraum. Das heißt, es wurde in Schichten geschlafen? Also wir haben einen Schichtbetrieb, dass man in 3 Schichtbetrieben fast alle durchbekommt. Auf der anderen Seite gibt es einige Räume mit 1 Bett, 2 Betten. Das sind dann eben die für die Offiziere die besseren Schlafplätze. Mhm. Für die normale Mannschaft hat das hier eingerichtet. Bekommen Sie wegen der aktuellen Lage noch manchmal Anfragen? Ja, wir haben also tatsächlich aktuelle Anfragen, weil die Menschen interessieren sich jetzt dafür, was kann man eigentlich tun, wenn es zu einem militärischen Konflikt auch in Deutschland kommt. Aber es ist nicht möglich. Nee, es ist nicht möglich, weil da ja keine Infrastruktur mehr drin ist. Ja, das teilen wir den Leuten auch mit. Also insofern sind auch einige dabei, die ganz enttäuscht sind. Wie lange wird es denn jetzt dauern, neue Bunker herzustellen für die Bevölkerung? Es gibt 2 Wege. Ich könnte das, was mal da war, reaktivieren. Da sind wir ohnehin nur bei wenigen Prozent für die Bevölkerung, die dann einen Schutzraum hätten. Oder wir bauen neu. Die Neubaukonzeption wird mit ca. 10.000 Euro pro Person veranschlagt. Also wir kämen dann Pi mal Daumen auf 1 Billion Euro, nicht bezahlbar. Also insofern, beide Varianten scheinen finanziell organisatorisch aus, zumal es dauert dann wirklich Monate oder Jahre, das hinzubekommen. Neue Bunker zu bauen ist für den Staat also nicht wirklich eine Alternative. Da hat sich die Bundesregierung 2007 gegen entschieden. Ganz anders ist es übrigens in der Schweiz. Dort gibt es mehr Schutzplätze als EinwohnerInnen.
Für Deutschland wäre das sehr teuer und würde auch ziemlich lange dauern. Wer aber das nötige Kleingeld hat, kann sich einfach seinen eigenen Bunker kaufen. Die Nachfrage nach privaten Bunkern scheint gerade durch die Decke zu gehen. Bevor die Ukraine-Krise richtig in den Schwung kam, das heißt also die russischen Truppen die Grenze überschritten haben, hatten wir bei uns auf unserer Internetseite Zugriffszahlen so zwischen 100 und 300 Zugriffen pro Tag. Und mit 24. Februar ist das Ganze auf über 10.000 Zugriffe hochgeschnellt. BSSD sitzt in Berlin und ist das einzige Unternehmen in Deutschland, das Bunker und Schutzräume anbietet. Aber die können ganz schön teuer sein. Und da beginnen wir mit unserer einfachsten Ausführung, so unser sogenannter Pop-Up-Panikraum oder Pop-Up-Schutzraum. Beginnen wir dann bei etwas um die 11.000 Euro. Und nach oben hin ist das dann alles frei skalierbar. Die sogenannte Panzergarage, die wir hinter uns sehen, die kann man aber auch entsprechend ausrüsten. Wenn wir nur den Innenkorpus anbieten, beginnen wir bei gut 200.000 Euro. Dann hängt es davon ab, welche Beschussklasse wir dann haben. Und dementsprechend steigt natürlich der Preis. Das ist klar. Stopp! Bevor ihr jetzt für einen Bunker spart, die sind gar nicht mehr so sinnvoll wie früher. Die Bundesregierung sagt dazu, die flächendeckende Bereitstellung öffentlicher Schutzräume ist nicht realisierbar und in Anbetracht von Ereignissen mit kurzer oder fehlender Vorwarnzeit nur sehr eingeschränkt geeignet, ausreichende Schutzwirkung zu entfalten. Im Klartext heißt das, bei einem Angriff bliebe kaum Zeit, sich in einen Bunker zu flüchten. Alle unsere Quellen haben wir euch übrigens wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch Expertinnen sagen, dass wir Zivilschutz eigentlich anders denken müssen. Wenn man das Spektrum jetzt wieder ausdehnt und sagt, wir müssen eigentlich einen Multigefahrenansatz fahren mit ganz verschiedenen Szenarien rechnen, mit einem lang anhaltenden Stromausfall, mit extremen Wetterereignissen natürlich weiterhin, aber auch mit gezielten Störungen auch des öffentlichen Lebens und des solidarischen Miteinanders und so weiter, dann kommen andere Schutzkonzepte dabei raus. Dann kann man sich denken, dass man vielleicht Anlaufstellen eher braucht als wirklich Beton im weiteren Sinne. Also wo man Strom bekommt, wo man Informationen bekommt, wo man Nahrungsmittel, Grundversorgung bekommt, wo man medizinische Versorgung bekommt. Trotzdem sind wir nicht komplett hilflos. Das Bundesamt für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz hat Richtlinien zusammengestellt, wie wir uns in so einem Fall verhalten sollten. Bei einem Angriff sollten wir in innenliegende Räume ohne Fenster gehen. Die sind am sichersten. Außerdem sollten wir uns die Apps Nina oder Katwan runterladen, um rechtzeitig gewarnt zu werden. Wenn der Strom ausfällt, ist ein batteriebetriebenes Radio wichtig. So bleiben wir informiert. Wir sollten Vorräte für 10 Tage anlegen. Wasser ist dabei besonders wichtig. Sind wir nicht zu Hause, sollten wir Gebäude oder zum Beispiel U-Bahnhöfe aufsuchen. Apropos Warnung, Berlin hat aktuell auch keine Warnsirenen mehr, aber davon sollen jetzt 400 neue angeschafft werden. Und es gibt noch etwas, das wir alle tun können, um den Zivilschutz zu stärken. Ein guter Bevölkerungsschutz fängt damit an, dass man alle, das eben auch heißt die Bürgerinnen und Bürger, erst einmal aufrüttelt und sagt, setzt euch auseinander mit dem, was euch potenziell bedrohen könnte. Erwartet nicht, dass andere euch dann schützen, sondern fordert ein, was ihr an Schutz für euch selber und eure Familien, eure Angehörigen haben wollt. In Berliner Bunkern sind wir zwar nicht sicher, aber wir können eine gute Zeit haben. Mit Clubs, Galerien und Lasertag. Und nochmal, sehr wahrscheinlich werden wir sie in Zukunft auch für nichts anderes brauchen. Sollte die Regierung alte Bunker wieder fit machen oder sogar neue bauen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr weitere RBB24 Explainer-Videos sehen möchtet, dann klickt gerne hier.